Wir sind zurück im Battle Simulator und ihr habt richtig gelesen, Househead will hier wirklich Megaphone killen und das kleine Schwein hat er gerade genommen und innerhalb von einer Sekunde komplett aufgespießt. Wie schnell ging das denn? Ich quatsch gar nicht lang rum, wir nehmen hier die größeren Tiere, Freunde. Lasst mal ein Like und auch ein Abo dafür, mehr Battle Simulator folgen. Wow, und auch diesen Elefanten hat Househead hier innerhalb von einer Sekunde aufgespießt. Ey, das wird heute ein ehrenloser, geisteskranker Kampf. Probier wieder immer so ein Blutegel aus. Okay, Househead kommt angesprintet, ihr seht es wirklich, wie groß der ist. Boah, und auch diesen Blutegelwurm aus der Jahrhundertwende gefühlt, hier aus der Urzeit, hat das einfach nicht überlebt. Ey, ich brauche gar nicht sagen, Freunde, wir gucken uns direkt die Dinosaurier an. Sehr, sehr krass wird das hier heute. Das wird echt eine schnelle Runde. Wie stark ist Househead bitte? Der hat bisher jedes einzelne Tier, wirklich, der hat nur so gemacht. So. Und das Tier war tot. Brachiosaurus fast genauso hoch wie der. Oh, er kommt an und auch den innerhalb von einer Sekunde aufgespießt. Aber schafft das Megaphone auch, frage ich mich jetzt. Wir starten beim Megaphone rein. Oh mein Gott, zwei riesige Nilpferde, die wollen wirklich Stress. Ne? Und Megaphone kommt an und... Was macht Megaphone? Der dreht sich hier, die sind so... Oh mein Gott, der trampelt die tot. Der Schwein ist tot getrampelt. Und das nächste, oh mein Gott, doch nicht. Alter, die stehen wieder auf. Wie lange braucht der denn, um hier... Oh mein Gott, okay, das sieht auf jeden Fall tot aus. Und das hier, pass auf die Krallen auf, pass auf die Krallen auf. Bam, er versucht hier einen Body Slam zu machen und tötet damit... Oh mein Gott, das wäre tot. Und tötet damit das Nilpferd oder was? Ja, Megaphone kommt... Boah, einmal kurz die Hand runter und das war's mit dem. Mr. Elefantastisch, schafft der Elefant das hier vielleicht, Megaphone aufzuhalten? Ich glaube, das wird heute ein ehrenloser, krasser Kampf, Alter. Megaphone gegen Househead, müsst ihr oder Hauskopf, müsst ihr euch mal überlegen, wie krass ist das denn? Er nimmt den Elefanten und spielt mit ihm Baseball. Ja, ich meine, so ein Elefant wiegt ja auch nichts, ne? Ist ja auch nicht schwer, den mal eben so zu nehmen und irgendwo hinzupfeffern. Auch hier können wir direkt zu den Dinosauriern übergehen. Hier so ein Triceratops. Oh, der ist sauer. Der ist sauer, aber Megaphone ist noch saurer. Oh, okay, okay, Megaphone versucht hier wirklich alles gerade. Oh, der Triceratops trickst ihn so ein bisschen aus? Was? Oh mein Gott, aber auch der Triceratops ist tot. Ich meine, es war ja abzusehen. Aber er hat, da war er so wendig, ja? Ich meine, Househead ist groß, Megaphone-Head ist groß. Na, das wird ein Kampf der Giganten, würde ich sagen. Was von ihr? Wer wird gewinnen von diesem krassen Kampf am Ende, Freunde? Oh, jetzt hier der Brachiosaurus. Er denkt sich so, ich bin doch nur ein Pflanzenfresser. Ich will eigentlich chillen und dann kommt hier Megaphone an. Aber er schafft es nicht so schnell. Ah, doch, er schafft es doch ziemlich schnell, den Dino zu töten. Oh, er kommt hier an mit den Füßen, haut hier seine Spikes in den Dinosaurier rein. Und das war's. Aber er hat doch länger gebraucht, als ich dachte. Megaphone gegen die Extra-Rutsche. Jetzt gucken wir uns mal andere krasse Monster an, wie die hier gegen Megaphone performen. Ah, der will's aber, du sollst nicht rutschen, du sollst die Extra-Rutsche töten. Die Extra-Rutsche liegt da wie einfach so ein... Oh mein Gott. Die Extra-Rutsche liegt da auf dem Boden wie einfach, keine Ahnung, bloßgestellt. Und jetzt liegt sie wieder. Oh mein Gott, Megaphone kommt angelaufen. Die Extra-Rutsche stellt sich wieder auf. Oh mein Gott, die Extra-Rutsche hat Megaphone hier gerade ein Bein gestellt. Sehr, sehr krass. Megaphone nimmt die Extra-Rutsche und schmeißt sie weg. Und sie löst sich in tausende kleine Teile auf. Aber schafft Househead das auch, Freunde? Das ist doch die Frage. Schafft Househead das auch, die Extra-Rutsche hier so schnell hops zu nehmen? Oh mein Gott, die Extra-Rutsche fällt runter. Ja, das ist nämlich das Problem bei diesen großen Monstern. Die sind so riesig, da muss man echt genau aufpassen, dass man nicht runterfällt. Wir gucken einfach direkt nochmal. Ich stelle mich mal hier drüben hin. Nicht, dass hier noch jemand runterfällt oder sowas. Ne, wollen wir mal abchecken. Oh, zurück mit dir. Ja, wir stößen. Wir müssen die wieder raufstoßen hier. Komm schon. Oh, noch ein Stück. Oh, es ist ein krasser Kampf. Househead versucht hier die Extra-Rutsche. Ich meine, das sind ja beides Möbel sozusagen, ne? Das Haus und auch diese Rutsche. Das ist sozusagen das gleiche Genre. Aber das braucht hier, der Hauskopf, der braucht hier anscheinend doch ein bisschen länger. Aber zerstört auch hier die Extra-Rutsche. Fällt wieder runter. Ist aber nicht schlimm. Hat nämlich die Extra-Rutsche vorher zerstört und da sind noch die Augen über. Hauskopf gegen Huggy Wuggy. Was meint ihr? Wer wird davon gewinnen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ihr müsst wirklich ein Like da lassen. Ich habe nichts gesagt. Habt ihr gerade gesehen, wie Huggy Wuggy innerhalb von einer Sekunde zerstört wurde? Wir nehmen bei Huggy einfach mal noch Foxy mit dazu. Mal schauen. Oh, oh mein Gott, Foxy noch. Foxy hält sich hier anscheinend mit den Händen dran fest und er schleudert ihn weg. Er schleudert Foxy weg und das war's. Ich meine, Haushalt ist auch runtergefallen, aber Foxy meine ich zuerst. Oder habe ich das falsch gesehen? Megaphone gegen Foxy und Huggy Wuggy. Ja, wir schauen, wir schauen. Megaphone, guck mal, wie groß, wie sauer der ist. Ich zerstöre euch, denkt er sich hier nur. Okay, ja, dann mach mal, zeig mal, was du kannst. Er nimmt Foxy an der einen Hand, Huggy an der anderen, er hat Huggy an gegen den Baum gehauen. Oh mein Gott, wo ist Foxy hin? Wo ist... Da hat er Foxy hingeschaut. Ich habe das gar nicht gesehen, das muss ich mir nochmal angucken. Das ging ja gerade mega, mega schnell. Das ging viel zu schnell. Ich konnte das gefühlt gar nicht erkennen. Oh, Foxy wird auch hier wieder platt getreten. Alter, die Monster schaffen es wirklich, diese anderen Monster richtig, richtig schnell zu killen. Oh, Foxy, Rückwärtssalto oder was? Huggy Wuggy, der ist schon tot, da unten fällt er noch. Aber Foxy noch am Leben.
Oh, er hat Foxy hier oben weggeschleudert. Was? Er schleudert Foxy weg und die Pest weg hier. Und das war es mit der... Was? Welches Monster könnte den Megafon jetzt noch aufhalten, außer der Zugfresser? Und vielleicht Hauskopf. Aber ich glaube nicht mal, der Zugfresser hat die Chance. Wir schauen uns das Ganze aber an. Der Zugfresser versucht hier, Megafon runterzuschubsen, aber Megafon lässt sich locker. Anscheinend hat hier Megafon gerade Probleme mit seinen Händen, ne? Wir gucken einmal ganz kurz ins Leben rein. Beide haben noch volles Leben. Oh, Megafon versucht hier den Körperkontakt. Nimmt den Zugfresser einmal was und schleudert ihn hier weg. Schafft es mir... Oh mein Gott, der Zugfresser hat es nicht mehr geschafft, sich zu retten. Wie sieht das bei den beiden aus? Oh, Hauskopf, ja? Ich meine, Zugfresser ist natürlich auch krass, ne? Aber Hauskopf hat diese ganzen Tentakeln und kann damit den Zugfresser noch schneller zerstören. So langsam glaube ich, dass Hauskopf das Ding machen wird. Wobei... Oh, Hulk gegen den Hauskopf. Yo, und... Wow. Er nimmt hier Hulk einfach mal. Und wir wissen alle, dass Hulk wirklich ein sehr, sehr starkes Monster ist. Und er hat Hulk besiegt. Welches nehmen wir als nächstes? Komm schon, Cartoon Kid. Jetzt mach mal was gegen Hauskopf. Du musst ja wohl irgendwas hinbekommen. Wow. Alter, Hauskopf geht da auch immer ran, ne? Aber guck mal, er ist so groß. Er hat es nicht geschafft. Das müssen wir uns nochmal... Wir geben mir nochmal eine Chance. Hauskopf hat es nicht geschafft, eben sich festzuhalten. Das ist halt sein Problem auf so einer Plattform. Oh Gott, ich schubse ihn noch mal ein bisschen zurück. So, zack. Oh, und Cartoon Cat, ja. Cartoon Cat schlägt sich gut, muss ich sagen. Cartoon Cat, schau, jetzt kann ich gar nicht mehr reden, schlägt sich sehr, sehr gut. Ja, Hauskopf, wo ist Cartoon Cat? Oh mein Gott, hier vorne mitten im Wald drinne. Und Cartoon Cat wurde zerstört. Guckt euch an, da sind nur noch die Augen über. Was? Den euch an, das ist geballte Kraft da oben drinne, ne? Und auch die Krallen. Auch die Krallen von Cartoon Cat sind sehr, sehr krass. Oh, Cartoon Cat wird jetzt in die Zwille genommen. Ja, zwischen die Beine. Oh, in den Schwitzkasten. Cartoon Cat fliegt hier durch die Luft wie keine andere. Wow, wow, wow. Aber es muss fair sein. Es muss fair sein. Ich meine, Megafon ist ja auch ziemlich größer als Cartoon Cat, ne? Mal schauen hier. Oh, ja, jetzt schön drauf hier. Okay, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Oh, er nimmt Cartoon Cat, oh mein Gott, und schleudert sie hier oben in die Luft. Und das war es, glaube ich, mit Cartoon Cat. Ne, die schafft hier sich nicht mal mehr zu retten und die Krallen auszufahren. Und das war's mit ihr. Wer könnte besser kämpfen als Ampelkopf gegen Megafon? Oh mein Gott, und Ampelkopf ist ja auch ein krasses Monster. Aber wer gewinnt das Ding von den beiden, ist die Frage, ne? Na, wir schauen hier mal, ja. Ampelkopf versucht sich hier festzuhalten an dem einen Arm. Okay, ja, auch nicht schlecht. Ich gehe mal ganz kurz ins Leben rein. Ampelkopf hat hier wirklich ernste Schwierigkeiten, würde ich fast sagen. Das war's. Ampelkopf ist gestorben und Haushält, sage ich schon. Und Megafon hat fast kein Leben verloren. Ampelkopf, komm schon, du schaffst es auch, hier Hauskopf zu besiegen. Ja, 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 los, 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 los. Eine rechts, eine links, aber Hauskopf macht hier Schaden. Wir gucken ins Leben rein. Was? Und Ampelkopf ist nach einer Sekunde gefühlt zerstört. Nach einer Sekunde Kampf die Ehre genommen. Wir wissen alles, Sonic.exe ist ein starkes, starkes Monster, ja, mit dem will man sich nicht anlegen. Aber wie sieht es bei Hauskopf aus? Oh, wow, Hauskopf zieht ihn in den Tod, Sonic.exe. Es wird zuerst zerstört und hat verloren gegen den Hauskopf. Der Kampf, auf den ihr alle gewartet habt, Freunde. Hauskopf gegen Megafon. Oh mein Gott, es geht wirklich los. Es ist wirklich ein Kampf der Giganten. Ich bin gespannt, wie schnell das Ganze hier beendet sein wird. Vielleicht dauert der Kampf jetzt auch mega, mega lange. Ich würde sagen, nur damit ihr Bescheid wisst, wir schieben die immer wieder weg hier vom Rand sozusagen. Oder wenn die sich jetzt direkt runterstoßen, machen wir 3 Runden und am Best of 3. Aber ich würde sagen, das ist wirklich ein Kampf der Giganten. Guckt euch an, wie die hier rangeht. Hauskopf versucht hier alles, um Megafon runterzuschubsen. So, ich drücke den mal wieder ein bisschen zurück hier. Oh mein Gott, okay, wir gucken ganz kurz ins Leben rein. Megafon hat mehr Leben verloren als Hauskopf. Und Hauskopf übernimmt hier ganz klar die Führerhand. Okay, sehr, sehr schlecht. Okay, oh mein Gott, okay. Oh Gott, oh Gott. Für Megafon sieht es nicht gut aus. Für Megafon sieht es nicht gut aus. Oh, wir müssen Hauskopf, glaube ich, ein bisschen helfen, ja? Megafon ist halbtot hier schon. Wird Hauskopf das ganze Ding hier gewinnen und hier alles fertig machen, Freunde? Wird Hauskopf das Ding besiegen? Wir schauen. Hauskopf fällt! Hauskopf fällt! Und damit geht die erste Runde an Megafon, obwohl er so viel Schaden gemacht hat. Obwohl Hauskopf eben so viel Schaden gemacht hat, geht hier die Runde an Megafon eben, weil Hauskopf es geschafft hat. Weil Megafon es geschafft hat, ihn tatsächlich doch noch runter zu schubsen, obwohl ich beiden eine Chance gegeben habe. Aber jetzt geben wir keine Chancen mehr. Jetzt entscheidet wirklich nur noch, wer von diesen beiden Monstern das Bessere ist. Ich hoffe, ihr habt es alle schon in die Kommentare geschrieben. Ich bin sehr gespannt. Ich lese mir jedes Kommentar durch übrigens unter jedem Video. Ne? Ich lese mir jedes Kommentar durch. Also kommentiert lieber fleißig. Oh Gott, was meint ihr, Freunde? Es sieht für Megafon, ich sag ganz ehrlich, es sieht wieder nicht gut aus für Megafon. Oh,
Komm schon. Ja, Hauskopf hat wirklich kaum Leben verloren. Megafon versucht hier wieder die Überhand zu übernehmen und versucht hier Hauskopf runterzustoßen. Hälfte Leben hat Megafon hier wieder verloren. Wow, was passiert hier gerade? Wow, okay, nicht schlecht. Oh mein Gott, okay, ich würde sagen, weil hier das ein Unentschieden war vom Fallen, aber Hauskopf mehr Schaden bei Megafon gemacht hat, geht diese Runde an Hauskopf. Wer entscheidet jetzt also die finale Runde, Freunde? Ich bin sehr, sehr gespannt. Hey, es sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Es sieht sehr, sehr stark aus. Hauskopf übernimmt hier direkt am Anfang der Runde die Überhand. Wir schauen uns Leben ran. Megafon hat hier wieder wirklich mehr Schaden genommen als Hauskopf selber. Muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich nicht mit... Was sind das für Punches, die hier gerade reingehen? Hätte ich nicht mit gerechnet. Alter, Tote ist an. Da war gerade wirklich ein einziger Stich von Hauskopf. Und Megafon ist hier fast gerade hops gegangen. Hauskopf sieht so aus, als würde er den hier wirklich gerade in tausende Einzelteile zerteilen. Hauskopf steht am Abgrund und Megafon ist zerstört. Hauskopf ist der Gewinner. Wir wissen, wer jetzt stärker ist. Ah, oh, was macht er? Wir wissen, wer stärker ist, Freunde. Und damit ist entschieden. Ich hoffe, ihr habt Lack richtig in den Kommentaren. Wenn ja, dann schreibt es mir auch rein. Tut mir gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder auch ein Abo da. Ich kann gar nicht mehr reden. Checkt auch noch eins von anderen Videos aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.